Wir haben alles aufgegeben und uns Francesco angeschlossen. Wir haben vor, eine Bruderschaft zu gründen, in der wir alle völlig gleich sind. Ich wollte ihm dabei helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Pace bene, Domenico. Willst du einen Orden gründen? Oder rufst du allgemein zum Ungehorsam auf? Nimm sie zurück und schreibe sie neu. Wir haben unser Leben aufgegeben für dieses hier. Und damit sind wir glücklich. Wir haben das Recht zu predigen. Aus dem Weg! Müssen wir denn immer noch auf die Mächtigen hören? Du weißt doch, was sie mit Ketzern machen. Eines Tages vertreiben sie uns. Solange du keine Regel geschrieben hast, die uns beschützt, verlieren wir alles, was wir aufgebaut haben. Glaubst du, das alles hier wurde ohne Mühe erbaut? Ich kann ihn nicht zum Schreiben zwingen. Dann musst du es selbst tun. Ich habe manchmal Angst, dass die Brüder sich entzweien. Unser Leben hat dir nie gefallen. Du willst doch unser Leben gar nicht. Du willst alles auf den Kopf stellen. Du hast dir nichts zu suchen. Francescos Ideale sind nicht von dieser Welt. Begreif das endlich. Aber du glaubst, alles genau zu wissen. Was Francesco uns anbietet, ist zweifellos ein wunderbarer Traum. Doch um ihn teilen zu können, musst du ihn möglich machen.